Ja, hallihallo, Hallöchen. Ich sitze ein bisschen hoch, ne? Ich sitze hier mehr auf der Wärmflasche. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. So, ihr habt gesehen, die schön für mich Box quasi ist gefüllt. Es gibt nämlich wieder eine Steffi-Box. Ich glaube, ich muss das aber umfüllen, weil sonst könnte es ein bisschen eng werden in dem Karton. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr dieses Steffi-Box gewinnen könnt. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Hier nicht drauf achten, das ist das nächste Video, was gedreht wird. Lidschattenpaletten. Lidschattenpaletten, alles voller Lidschattenpaletten, wieder 20 Stück. Ja, aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an, ne? Ihr wollt ja immer wissen, was eine Steffi-Box ist. Es ist immer wieder anders gepackt, immer wieder sehr individuell. Ja, einfach der Hammer. Ich habe hier erstmal ein Tütchen und zwar Good Vibes Keeper, My Little Box Tütchen. Ich wusste nicht, wo ich die sonst alle reintun sollte und ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe hier nämlich quasi eine Handvoll Bömse drin. Eine Handvoll Bömse. Das sind einmal die Manuka Honig von Emolkal Immunstark Gummi Drops. Nur echt mit der Fahne. 1, 2, 3, 4. Ich schaue schon wieder alles weg. 5, 6, 7, 8, 9. Oh mein Gott, das sind 10 Stück. Da habe ich ja echt gut reingegriffen. Bei dem an der Kasse. Psch, nicht verraten. So, mit drin in der Box ist, ja, wir brauchen das immer noch so ein bisschen. Ist auch gut, wenn man sowas in der Tasche hat. Wirksam gegen, großes C, Sakrotan, Desinfektions, Handgel, Kamille und Lotus. Ich finde immer so ein kleines nimmt keinen Platz weg in der Handtasche. Das kannst du mal mitnehmen, wenn du irgendwo für Einkaufswegen oder was, ne? Kann ja immer mal sein. Man hat ja immer so diese Leute vor sich, die dann eine Stunde lang ihren Einkaufswagen desinfizieren. Wird auch nicht besser. Das ist manchmal ganz schlimm, ne? Und da einer rein? Ich weiß es nicht. So, mit dabei auf, in der Steffi-Box. Ich werde das jetzt, ich kann es jetzt nicht hier hinten alles hinstellen, weil da mein Herr Müller ist besetzt. Ein Catrice Nagellack in der Farbe 68 Turn the Lights On. Also ein schönes, schönes Gelb. Jetzt wird es mir doch ein bisschen heiß am Pippes. Ei, guck mal. Ha? Und schon ist er klein. So, ja, wir haben Winter, logisch, guck nach draußen, weißt du Bescheid. Es wird aber auch wieder Sommer, also ich denke ja. Deswegen packe ich euch hier mal rein einen aufblasbaren Flamingo. Ja, für jemand, der Kinder hat, ist das ganz tolles Spielzeug. Ja, ein aufblasbarer Flamingo in Größe 60 cm. Also ein bisschen größer wie ich, kleiner wie ich. Ja, und ich hoffe, der ein oder andere Star Wars Fan ist hier auch unter euch. Da habe ich einmal so ein Sticky Note Set. Das sind so, ja, Zettel, wo da man sich irgendwo, oh, keine Ahnung, da kann man sich Notizen drauf machen und irgendwo hinwappen, ne? Diese Post-its, genau. Halt nur mit Star Wars, irgendwelche japanischen Schriftzeichen, Darth Vader, Luke Skywalker, dann haben wir einen Raumstift da drauf, also, ne, das ist so für die Kids oder für die Männer, die mögen ja sowas auch gerne. So, manche Männer mögen das auch gerne, auf jeden Fall mein Mann, der mag nämlich gerne Heringsfilets in Tomatencreme. Ihr wisst, Steffi Boxen, Hallöchen, hier ist sie nur Make-up, hier ist auch Fisch. Ja, Fisch, Tomatenfisch. Tomatenfisch geht doch immer, oder? Ich habe schon mal andere Sachen geholt. Andere Soßen da drin. Hey, will ich nicht, will nur Tomatenfisch. Kannst du essen. Okay, dann gibt es ja nur Tomatenfisch. Ja, ich habe hier auch ein schönes Säckelchen voller Eier. Denn es ist ja bald Ostern. Jetzt ehrlich, ist ja so. Es ist ja bald Ostern und da habe ich euch hier ein Ostereier-12er-Set aus Kunststoff. Sowas, als wir noch den Garten hier unten hatten, haben wir ja nicht mehr. Gott sei Dank, da brauche ich das nicht mehr machen. Ich brauche keinen Rasen mehr, nichts mehr. Haben die unten jetzt die Nachbarn. Gott sei Dank. Da habe ich das mal an eine Büsche gehängt.
besonders gehängt, gehangen, diese bunten. Ich hänge die aber auch bei uns jetzt nicht mehr hin in der Wohnung, weil der Putz kannst du ja immer gebrauchen, ne? Dann habe ich die nämlich alle unter dem unter meiner Couch. Ja. So, jetzt haben wir ja auch noch etwas Pflege. Sand and Sky Australian Emu Apple Super Bones Mask. Die packe ich euch auch einmal in die Steffi-Box mit rein. Dann noch einen schönen Lipgloss von Revolution. Ja, das Pinky sieht man jetzt nicht so, sondern sehr, sehr, sehr dezent. In so einer Quetschi-Tüte in der Farbe Sugar Jam. Passt ja zu der Maske. Dann haben wir hier noch was zum Trinken drin. Und zwar Organics bei Red Bull Simply Cola. Ja, warum nicht, ne? Meine Güte. Ich weiß, dass es David nicht schmeckt. Er hat es mal probiert und ihm schmeckt das irgendwie so gar nicht. Ich habe aber noch nicht probiert. Ich trinke hier diesen Red Bull-Gedöns nicht. So, einmal für die Kinder. Ja, die Sendung mit der Maus kann ich nur allen empfehlen. Kinder, guckt die Sendung mit der Maus. Da lernt ihr was fürs Leben. Das haben wir schon gelernt. So, und das ist hier so ein Band fürs Handgelenk. Und das macht man dann so, ne? Und geht seinen Eltern damit so tierisch auf den Keks. Ah, ja, und dann hat man hier so die Maus drauf, die Ente und der Elefant. Genau, das ist mit dabei. Dann einmal von Labello die Lippenbutter in Red. Genießen Sie reichhaltige Pflege, die mit Ihren Lippen verschmilzt. Genau, also da hat man so richtig schön auch, also Red, ja, muss dann rot sein, ne? Ein Hauch von Farbe. Ein Hauch von Farbe geht immer. So, dann habe ich hier noch ein Öl drin und zwar dieses Öl, das Arganöl und Marula Nourishing Haarserum. Also das ist ein Haarölserum. So, das ist, ja, da steht sonst nichts weiter drauf hinten. Ich packe sowas gerne in die Haarspitzen. Ja, aber nicht so viel, ne? Weil sonst sieht es aus, als ob du da 3 Tage deine Haare nicht gewaschen hättest. Ja. So, ich denke auch wieder an die Kinder hier mitunter. Und da habe ich wieder so ein Lolli. Ich bin ja immer fasziniert von diesen Dingern. Ich muss die immer kaufen, ne? Wenn die, beim Lidl gibt es die, glaube ich, oft. Und da haben wir diesmal was mit Tor. Und da kann man hier so dran flippen. Und dann immer schön den Ball ins Tor. Und das ist, das ein Lolli diesmal? Ich glaube, das ist ein Lolli. Müssen wir eben gucken. Nee, das ist Brause, oder? Hä? Kühl und trocken Geschützlager, das haben wir gemacht. Ich habe keine Ahnung. Das schickt hier nicht da drauf. Funny Candy. Lollipop. A Lollipop. A Lollipop. Also Lollipop. Und Game. So, dann haben wir hier noch drin von Catrice Slim Matic Camouflage Stick in der Farbe Schlag mich tot. Das ist 005 Fair Ivory. Super dünner, hochdeckender Abdeckstift für einen punktgenauen Auftrag. Wasserfeste, schweißresistent und langanhaltende, aber extra geschmeidige Textur. Ich zeige euch den natürlich auch, damit ihr wisst, ja, was das ist, ne, wie es aussieht. Der ist dann so in der Farbe 005 Fair. Fair. Also so ein schöner, heller Abdeckstift, ne? Ja. Genau. Der ist mit dabei. Ja, ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein bisschen was in der Steffi-Box. Dann habe ich hier einmal drin. Oh, da ist noch was drin. Ich habe hier die beste Bauchentscheidung. Erstmal einen Gaffe. Da habe ich hier einen To-Go-Becher. Ist ja jetzt ganz, also ja, modern, sagen wir mal jetzt nicht, aber Umwelt. Also ist halt besser für die Umwelt, ne? Diese Mehrwegsdinger und da habe ich aber noch was reingetan anscheinend. Ich krieg den Deckel nicht auf. Hallo. Oh. Ja, lecke mich um Puddelputz. Also es ist auf jeden Fall auch mit Schutz dabei, damit man sich nicht die Flossen verbrennt, ne? Hä? Ist das jetzt so fest zugemacht oder was? Entschuldigung, aber die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 3000 Stunden. Ich komme gleich wieder. Mein Gott, ey. Ich habe es dann geschafft. Ja, natürlich, ich hatte noch was reingetan, weil das hier nicht reingepasst hat. So ein SpongeBob-Halter ist auch immer wichtig, ne?
Der war nämlich noch da drin. So, jetzt machen wir das wieder zu, das ganze Gedöns hier. Ja, meine Herren, der wollte nicht. Warum wollte der nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Den Schutz wieder drum und ja. Dann lasst euch euren Kaffee schmecken. Ich muss jetzt echt eine andere Box hier nehmen. So, einmal noch was zu essen ist hier drin von DM Bio Kokoschips. Die sind so ein bisschen zum Knabbern. Kann man da auch gut irgendwie in Joghurt packen oder in Kuchen oder ins Müsli, ne? Oder einfach auch so knabbern. Oh, mein Magen knurrt. Ich muss auch was knabbern. Dann habe ich hier drin von Alverde Pro Climate ein Shampoo-Konzentrat. Da müsst ihr ganz wenig von nehmen. Die Hälfte der herkömmlichen Menge eines Alverde-Shampoos ist ausreichend. Verteilen Sie der Umwelt zuliebe daher nur eine kleine Menge auf dem Haar. Sanft einmassieren, kurz einwirken lassen und dann gründlich ausspülen. So, dann haben wir hier noch drin von Balea Vital eine Antifalten-Tagescreme, Spannkraft und Elastizität. Reduziert nachweisbar die Faltentiefe. Das ist einmal mit Lichtschutzfaktor 15, aber da, ja gut, das ist ja fast gar nichts, ne? Festigt und nährt. Einmal dieser Pott. Zeige ich euch mal, wie der aussieht. Ich finde ihn auch sehr dekorativ und das ist Glas. Das finde ich schon mal sehr gut, ne? Auch wenn Balea jetzt nicht die teuerste Marke ist, aber da finde ich echt gut, dass die auch Glas nehmen. Jo, so. Dann habe ich hier drin noch von Family Hair and Body Shampoo. Ja. 500 Milliliter mit Orange- und Mango-Extrakt, pH-neutral und vegan. Also das ist ein Family-Pack, Leute. Ein Family-Pack. Ey, das riecht so gut. So nach Sommer, ne? Ja. Also, ne? Gerade wenn man irgendwie im Urlaub fährt oder was, finde ich sowas nämlich gut mitzunehmen. So ein Family-Pack für alle. Hair and Body Shampoo. Da sind jeder irgendwie sein Gedöns, weil für ein paar Tage Urlaub kann man davon auch mal machen, ne? So, dann habe ich noch ein Notizbuch hier mit reingetan, was man auch immer gebrauchen kann, ob sei es zum Einkaufen oder wichtige Sachen aufschreiben, ne? Das ist einmal mit so quasi so ein Rechenblock, Rechenkästchen sind da drin, da hat er so ein Gummi, zack und weg. Also, und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Schneidbrettchen drin. Tadadada. Ein schwarzes Schneidbrettchen. Was steht da drauf? Schneidebrett. Anti-Rutsch. Genau. Der hat so Anti-Rutsch-Noppen hier drunter. Ist so ein, also da würde ich jetzt so Zwiebeln oder sowas draufschneiden. Jo. Das ist die Steffi-Box. Das ist die nächste Steffi-Box, die ihr gewinnen könnt. Ja, wieder gut gefüllt. Und wenn ihr Interesse an dieser Steffi-Box habt, dann schreibt doch einfach unten einen in den Kommentar rein mit dem Hashtag Rot. Hashtag Rot und ihr seid bei dieser Verlosung dabei. Ich wünsche allen viel Glück, die mitmachen. Ich hoffe, sie gefällt euch wieder. Ist ja bei mir immer so schöner, bunter Mix. Ja, man kann auf jeden Fall alles gebrauchen und allen viel, viel Glück, toi, toi, toi. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Und ja, das war mal wieder der Verlosungsmittwoch. Bis dann, dicken Knutscher und gehabt euch wohl. Ciao.